Ein Diesel im Tracktest? Ja, bitte. Es ist der neue Audi A3, dem die Premiere Ehre gebührt. Wie aus dem vollen Geschnitt steht er da, diese Gourmet-Ausgabe eines VW Golf. Man muss schon ganz genau hinschauen, um das Neue an der Neuauflage zu entdecken. Macht aber nichts, denn das Resultat schaut trutzig und dynamisch zugleich aus. Man nimmt gerne Platz im appetitlichen Ambiente, das funktionell und qualitativ das Kompaktwagenrudel weiterhin anführen darf. Ergonomisch ist auch ohne Recaros alles im Lot. Das vielfach verstellbare Lenkrad fällt förmlich in die Hand. Hier nagelt sich dezent ein brandneuer 2,0 Liter Turbodiesel zum Tracktest bereit. Schon bei niederen Touren werden 140 PS und herzhafte 320 Newtonmeter maximales Drehmoment aufgeboten, sodass der immerhin 1,4 Tonnen schwere Nordbayer die 100 km/h-Marke bereits nach 9,5 Sekunden knackt. Eile ohne Weile ist das Motto des Audi A3 beim Standardbremsen von 100 auf 0. Die feinfühligen Stopper vollenden ihr Verzögerungswerk nach respektablen 37,2 Meter. Gut gelungen ist auch die Abstimmung des ABS. Dass der A3 die Pylonen so behende umzirkelt, ist ganz wesentlich ein Verdienst der Lenkung. Wie mit einem Zielfernrohr kann der Fahrer dem Vorderwagen die Richtung diktieren. Das Heck lenkt schön mit und Seitenneigung ist auch kein Thema. Kein Wunder, dass bei solchen Meriten im Elchtest der unmittelbare Mensch-Tier-Kontakt im Regelfall ausbleibt. Es mussten statt 60 schon 82 km/h sein, damit so ein Ausrutscher stattfinden konnte. Den A3 TDI einer Fahrwerksschwäche auf der nassen Kreisbahn zu überführen, also dort, wo sie sofort zutage tritt, ist schwierig, denn zumindest in dieser Version hat er keine. Dass die maximale Kreisbahngeschwindigkeit nur 51 km/h betrug, ist kein Wunder, wenn bei stillgelegter Traktions- und Stabilitätskontrolle so ein Drehmomentberg auf den Vorderrädern lastet, muss etwas Power natürlich sinnlos verpuffen. Einen Diesel über den Handlingkurs zu hetzen, hätte vor einigen Jahren noch heftiges Kopfschütteln verursacht. Denn für Sportabenteuer waren die drögen Selbstzünder schließlich nicht gemacht. Heutige Zunftvertreter dagegen können auch anders. Die schnell ansprechende Lenkung, die auch Antriebseinflüsse wirkungsvoll unterbindet, haben wir ja bereits eingehend gewürdigt. Sie leistet jetzt vor allem auf der Abwärtsschikane mit ihren schnellen Wechselkurven wertvolle Dienste. Schmeißt man den A3 in die Driftkurve, zeigt er deutliche Spuren von Sportgeist, indem er nur Verhalten untersteuert und relativ späte Gaswegnahme und frühes Wiedergasgeben erlaubt. Das beste Fahrwerk nutzt freilich nichts, wenn es nicht gefordert wird. Und das tut das 2-Liter Vierzylinder-Turbotriebwerk, aber mächtig. Genügend Saft steht immer parat, ein konstruktionsbedingtes Anfahrschwächeln mal beiseite gelassen. Natürlich sind 140 PS Leistung nicht die Welt, schon gleich nicht die der Tracktest-Kandidaten. Doch mit 20,79 Sekunden Rundenzeit befindet sich der Ingolstädter in Gesellschaft ausgemachter Spaßkisten wie dem Skoda Octavia RS oder dem Hyundai V6 Coupé. Der schöne Audi A3 und der starke Diesel passen also prima zusammen. Das finden leider auch die Ingolstädter Preisgestalter. Sie fordern deshalb heftige 24.000 Euro für die gelungene Kombination. Die nächsten, noch stärkeren Dieselpfeile nageln bereits im Köcher der Modellplaner.